Schaut euch das mal an. Wie geil bitte sieht das denn aus, ja? Alles klar, die Brücke haben wir gesehen, die wird demnächst runtergelassen. Müssen wir wahrscheinlich einen Schalter betätigen. Schauen wir mal, wo uns der Weg hier hinführt. Ach, vielleicht schauen wir uns erstmal so ein bisschen das Schloss an. Strahlend blauer Himmel mittlerweile. Vorher war es ja Nacht, falls ihr euch erinnert. Wir waren ja schon mal draußen, als wir gesehen haben, dass die Geier diese Sanduhr getragen haben. Und jetzt ist Tag. Finde ich ein sehr schönes Detail, ehrlich gesagt, dass die Zeit eben auch ein bisschen vergeht. Also nicht nur jetzt übertragen, im übertragenen Sinne gesprochen, weil man eben den Dolch der Zeit hat, vergeht die Zeit. Sondern eben halt auch wirklich Spielzeit vergeht. Also wir klettern hier schon eben eine längere Zeit. Deshalb muss eben auch schon Tag sein. Ja. So. Wir könnten hier natürlich hängen und warten, bis die Dinger vorbei sind. Und dann, zack, haben wir auch das gelöst. Oh, kommt uns nicht zu nah. Natürlich kein sonderlich schweres Rätsel. Man muss nur ein wenig timen. So, hier auch kein großes Problem. Ich dachte, ich hätte eine Sandwolke gehört. Hier machen wir es uns ganz einfach. Rennen wir einfach an der Wand lang. Genau so. Und boah, schaut euch das mal an, wie das hier... Na gut, das ist jetzt etwas langweilig. Aber wenn wir hier so ein Stück zurückgehen... Ein anderes Stück vor. Oder halt auch jetzt, wie die Sonne so davor blitzt, ne? Und alles anfängt so zu leuchten. Ja, ich mag den Effekt, muss ich sagen. Nein. Oh, ein Glück. Keine gute Idee. Ah, Mensch. Ich mag den Effekt, muss ich sagen. Und gerade springe ich wie ein Horst von Ecke zu Ecke, ohne Plan. Naja. So. Lass dich mal ab, Prinz, und geh mal hier rein. Da hat uns, glaube ich, gerade Farah gerufen. Mal sehen, ob wir hier vielleicht erstmal den Schalter aktivieren. Ach ja, natürlich. In der Wand, muss man wissen, ist eine Leiter verbaut. Und es ist ganz klar, wenn man diesen Schalter drückt, weil man vielleicht von unten nach oben möchte, dann muss man nur jemanden oben anrufen und sagen, zieh mal den Schalter. Dann fährt nämlich die Leiter aus der Wand. Genau, und natürlich ist so eine Leiter keine hübsche Sache. Und deshalb fährt man die natürlich auch wieder ein, wenn man sie nicht braucht. Ganz klar. Ich find's super. Ganz ehrlich, das Spiel ist einfach nur toll. Über dem Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Ja, passt du da vielleicht durch? Und nun? Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Super, gut gemacht, Baby. Bleib da ruhig stehen. Saugen wir hier mal dran und da müssen wir irgendwie an den Schalter kommen. Ich nehme mal an, einfach rennen und springen. Und endlich geht sie runter. Unsere Vision... Geschafft. Unsere Vision hat sich damit bewahrheitet. Jetzt müssen wir nur den ganzen weiten Weg zurück, was ich ein bisschen unschön finde. Was ist eigentlich hier, wenn man hier... Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Ach, wir sind doch gerade über der Brücke. Seht mal, hier sind die Seile und so. Ist ja wirklich schick gemacht. Ach, und jetzt können wir hier auch raus. Großartig. Ah ne, das ist ja da, wo wir gerade herkommen. Ich erzähle nur noch Blödsinn. Und springe nur noch gegen irgendwelche Säulen. Ja, das Doofe ist eben, rollen und springen ist eben auf den gleichen Knöpfen. Und wenn man eine Säule dann näher hat, dann springt er natürlich automatisch. So, mal schauen. Ach, genau, hier waren wir. Die Brücke ist jetzt runtergelassen. Großartig. Ach, nö. Boah. Ah, das war der falsche Knopf. Eigentlich wollte ich gerade... Eieiei. Wir blocken natürlich erstmal wieder. Aha, wie gut. Gut, er hat alle Leute einfach mal umgehauen. Aber wir sind so arm an Energie. Ich will mal sagen, bevor wir hier weitermachen, darf Farah sich ein wenig selber wehren. Wir trinken hier mal ganz schnell ein paar Schlücke Wasser. Ah, schon wieder den falschen Knopf. Und, wir helfen Farah mal. Dieser Typ da, dieser Große mit dem großen Messer, der ist ja fast unser bester Verbündeter. Der haut ja die anderen Leute hier kurz und klein. Passt mir eigentlich gar nicht, dass wir jetzt gerade so nah an Farah selber kämpfen.
Aber eigentlich wäre es schöner, wenn sie außerhalb dieses Monsterschlages wäre. Vielleicht kann ich die... Das war das, was ich gemeint habe. Den Typen frieren wir mal ein, den hauen wir mal nieder. Genau, und jetzt, wo er noch eingefroren ist, können wir ihn hier schnabulieren, Sandschnetzeln oder wie auch immer man das nennen möchte. Ah. Du hast gerade angegriffen, deshalb können wir dich niederschlagen. Und Farah ist tot. Nein. Wir müssen natürlich versuchen, Farah zu retten. Da habe ich sie ein wenig außer Acht gelassen. Mal gucken. Nee, das kriegen wir nicht hin. Da können wir Farah nicht retten. Ich glaube, das Problem ist... Obwohl, doch, können wir. Großartig. Ah, nee, das wird nicht mehr gelingen, glaube ich. Ah. Einmal den Typen angreifen, das geht. Nee, zu wenig zurückgespult. Einmal den Typen angreifen, das geht. Denn den Typen angreifen. Farah, geh doch aus der Schusslinie. Ach, Farah, sei doch nicht doof. Renn doch weg. Nee, das wird so nix. Einen Versuch haben wir noch. Wir müssen höchstwahrscheinlich... Ja. Höchstwahrscheinlich neu laden. Nein, 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 das ist auch nicht passiert. Das tut mir leid. Den Kampf haben wir nicht gut geplant. Wir hätten wahrscheinlich auch einfach hier auf der Brücke bleiben sollen. Und nach Möglichkeit eben viel blocken. Vielleicht kann man Typen hier auch runterwerfen. Ah, toll. Auf der Brücke bleiben sollen. Hinter euch! Nach Möglichkeit viel blocken. Klingt wie ein Hohn in meinen Ohren, was ich gerade eben gesagt habe. Vielleicht können wir hier die Wand auch ein bisschen benutzen. Das scheint gerade ganz gut zu funktionieren. So, über die Energie mache ich mir jetzt mal weniger Sorgen, weil wir hier echt einen Brunnen in der Nähe haben. So, den Typen frieren wir ein, damit er keinen Rundumstich ansetzt. So, der ist kaputt. Den machen wir auch gleich mal kaputt. Ah, sie blocken gerade. Sehr gut. Dankeschön, wir saugen fix. Dich stechen wir mal. Zack und wupp. Und diesmal, meine ich, geht es schon viel besser hier. Uiuiui. Schwing doch nochmal ganz dolle. Das fände ich großartig. Oh nein. Wir sollten die Energie von Farah vielleicht nicht ganz so runtergehen lassen. Gerade eben hatten sie ja... Ja, gerade eben war sie ja die Schwachstelle unseres Kampfes. Und wie der Prinz schon gesagt hat, so war die Geschichte nicht. Es ist so nicht gewesen. So, ich steche den mal wieder. Die sind mir einfach zu gefährlich. So, und so. Nein. Nein. Da schwung ein Stück zurück. Die haben nicht mehr genug Sand. Ah! Fail, fail, fail. Das tut mir voll leid. Eigentlich, ich muss gestehen, ich erinnere mich gar nicht, dass ich jemals einen Kampf verloren habe. Ja. Vielleicht probieren wir es mal hier direkt ein Stück weit. Ein Stück weit mehr vorne. Ohne hier gleich direkt zu Fahrrad zu gehen. Der Typ muss einfach nur seinen Schwinger landen. Dann liegen die alle wieder. Genau, dich schlagen wir mal nieder. Dich stechen wir mal. Dann können wir nämlich den hier einsaugen. Ah. Ach, Menno. Ich könnte das natürlich rausschneiden, fällt mir dabei ein. Aber das wäre ja auch irgendwie doof. Was haltet ihr eigentlich vom Rausschneiden selbst? Also... Das ist jetzt so eine Frage, weil letztendlich wollt ihr diese Fails nicht sehen, glaube ich. Ah, Mensch. Letztendlich wollt ihr die Fails, glaube ich, nicht sehen. Aber, wir gehören ja zum Spiel nun mal dazu, ne? Also, wäre es eigentlich ein bisschen falsch, sie rauszuschneiden. Dich kriegen wir noch. Und vielleicht wird es ja diesmal was. Farah ist schön im Hintergrund, der passiert nichts. Zack. Wollt ihr nicht mal einen Schwinger landen, Jungs? Ich meine, da ein... Ach, Mensch. Springen wir mal zurück. Verdammt, nicht mehr genug Energie. Ah.
Ach, nee, nee, nee. Ich bin auch schon wieder ziemlich müde, muss ich sagen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sollte ich einfach aufhören. So, reicht. Ah. Ja, ich probiere mal den Kampf jetzt nochmal. Wenn ich nochmal drauf gehe, machen wir eine Aufnahmepause. Dann soll es einfach mal gewesen sein. Wir süffeln mal hier fix den Brunnen leer. Keine gute Idee mit den Leuten im Hintergrund. Aber trotzdem mehr Energie als vorher. Genauso viel Energie wie vorher. Jetzt haben wir aber eine Wand, an der wir uns abstoßen können und die Gegner ein wenig mehr zerteilt. Jetzt geht's vielleicht. Die sind einfach wahnsinnig gefährlich, diese Mistviecher. Saugen wir dich mal auf. Der andere müsste jetzt noch eingefroren sein. Fritz und Fratz und Futz. Genau. Ah, gut geblockt. Mensch, ey, das ist ja witzig. Das war doch genau in der Vision, oder? Gerade eben diese Szene, wo wir Block, Schlag gemacht haben. Ist immer ulkig, wenn man auf einmal, denn manchmal so, ach Mensch, ich will da nur vorbei. Ich will da vorbei. Ich will zum Brunnen. Helft mir! Ja, würde ich gerne, aber ist gerade nicht schlecht. Ah. Farah wird angegriffen, so ein Mist. Ein paar Sandbehälter haben wir, können wir hier mal so einen Trick machen. Zack, die können wir kaputt hauen. Wupp. Ah, vielleicht schaffen wir es. Immer noch drei Gegner. Von hinten. Bleibt mir bloß von meiner Ische fern, Dussel. Kommt lieber hierher. Genau. Hinter uns haben wir gesehen. Och, es wird einfach nicht weniger. Die sind einfach nur stark durch ihre schiere Masse. Ja? Zu viel einfach. Zu viel gegen. Das Fahrrad tot? Nee. Hat einfach noch volle Energie. Großartig. Und ich glaube, jetzt könnte es das gewesen sein. Eieiei. Was ein Kampf, ey. Ey, ich habe mich ja vorhin geduscht. Ich glaube, ich muss mich gleich nochmal duschen. Verdammter alter Verwalter. An dem Brunnen heilen wir uns erstmal hoch. Eieiei, war das eine miese Kiste. Die Programmierer haben hier echt die fordern. So, mal schauen, was wir als nächstes machen müssen. Schalter, Brücken, Klettern. Plattform, Löcher. Kennen wir alles schon? Sind wir gut drin? Großes Problem, was wir jetzt haben, sind einfach die Kämpfe. Aber wir werden besser werden, sicherlich. Naja, und ich hatte ja gesagt, wir machen nach dem Kampf eine Aufnahmepause. Nehmen jetzt eh schon lang genug auf. Ja, ich hoffe jetzt, das wird bestimmt eine Folge voller Kampf. Ich hoffe, das war nicht allzu langweilig für euch. Schreibt mal ruhig eure Meinungen zu dem Let's Play, ob ihr vielleicht die anderen Teile auch noch wollt. Und ja, der Prinz, der schüttelt sich erstmal, fässt sich ein bisschen an den Hintern, sehr gut. Ja, schreibt mal eure Meinung zu dem Let's Play, was ihr davon haltet, ob es euch gut gefällt, ob ihr die anderen Teile sehen wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir heute wieder gut weit gekommen. Ja, tschüss. Möchtet ihr gehen, bevor die Geschichte zu Ende ist?